Das Bauschild steht, die Häuser in der Schweterstraße 25, 27 und 29 sind mit Netzen abgehangen und aus dem Inneren dringt Baulärm. Die Bauarbeiter entkernen die drei alten Wohnhäuser. Eines der ehrgeizigsten Sanierungsprojekte der Wohnbau Prenzlau hat begonnen. Die drei Wohnhäuser in der Schweterstraße 25, 27, 29 sind einige der wenigen in Prenzlau, die die letzten Kriegstage des Zweiten Weltkriegs überstanden. Bis 2007 wurden sie als Wohnraum genutzt. Ab 2007 standen sie leer. Ein Konzept musste her, um die Gründerzeitbauten zu retten. Allein konnte dies aber die Prenzlauer Wohnbau finanziell nicht leisten. Es musste richtig viel Geld in die Hand genommen werden, um dieses Projekt zu realisieren. Noch dazu, weil das Haus Nummer 29 unter Denkmalschutz steht, was die Überlegungen hinsichtlich eines Abrisses von vornherein ausschloss. Zitat René Stübmann, Geschäftsführer der Wohnbau Prenzlau. Abrissarbeiten gestalteten sich mitunter schwierig, da bei den Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius der Diesel der Baumaschinen gelierte. Die Nebengebäude und Stallungen, die sich auf den Hofseiten befinden, werden abgerissen und Baufreiheit geschaffen. Bei klirrender Kälte nicht immer unproblematisch. Der neue jetzt hier, ja. Weil da gar keine Wand war. Richtig, alles klar. Der Punkt. Ja, vom Keller hochgezogen, unten war ja auch bloß eine flache Nische, da haben wir unten nochmal eine neue Decke drin. Nee. Nachdem hat mir der Herr Keller als letztes gesagt, dann geht er von seiner Planung jetzt erstmal nicht von ab. Träger einbauen, Decke raus und dann können wir wieder reinfahren. Nach der Entkernung stellte sich heraus, dass bei einigen Konstruktionen der Schaden größer war als ursprünglich angenommen. Wie hier bei den Fußböden und der Dachkonstruktion. Wir haben natürlich aber diese Stellen an der abgehangenen Decke, die wir uns an. Da kann man natürlich dann auch wieder Sachen dazu machen. Und diese Decke ist ja bauzeitlich, aber nachdem die Räume sind angehangen, da sind auch nachher Verstärkungsmaßnahmen und fetten Augenscheine nötig. Ach, verkehrt und. Auch der Denkmalschutz stellte Untersuchungen an, da auf dem Hof archäologische Funde zu verzeichnen waren. Ich mache hier eine baubegleitende Betreuung der Baustelle. Es ist also seitens der Fachbehörde festgelegt worden, dass dies zu erfolgen hat, weil auf dem Plan von 1723, diesem sogenannten Euchlerplan, eine historische Wegeführung eingezeichnet ist, die genau hier durch diesen Hinterhof hätte gehen müssen. Es ist nun nicht ganz klar, wie gesagt, der Plan ist vom Anfang des 18. Jahrhunderts und es war nicht ganz klar, ob es nicht vielleicht sogar irgendwie eine spätmittelalterliche ältere Wegeführung ist oder eben eine neuzeitliche. Und deswegen ist halt diese Untersuchung gemacht werden. Es hat sich nun aber gezeigt, dass hier im Hinterhof einfach schon viel zu viel passiert ist, als dass ich danach hätte irgendwas erhalten können, sodass die Untersuchung weitestgehend, also bislang zumindest, erfolglos war. Die historischen Zuschnitte der einst gutbürgerlichen, großzügig angelegten Wohnungen werden im Zuge der Sanierung komplett verändert. Zum Hof hin wird das Gebäude mit einer 3 Meter breiten offenen Galerie versehen, über die sämtliche Wohnungen der drei Gebäude sowohl einen Balkon als auch einen ebenerdigen Zugang erhalten. In der Mitte der Galerie entsteht ein Fahrstuhl. Das Projekt sieht 1784 Quadratmeter barrierefreie Exklusivität vor.
historische Deckenhöhen von bis zu 3,40 Meter mit aufgearbeitetem Stuck, edlen Holztüren und restaurierten Treppenaufgängen. Der Innenausbau in den unterschiedlichsten Phasen. Entkernung, Ausbau, Trockenbau, Sanitärinstallation, Elektriker, Maler, Innenausbau, Dachdecker, Elektroinstallation. Die Stuckateurfirma Fink aus Prenzlau ist bei den Restaurierungsarbeiten an der Fassade und in den Wohnungen beschäftigt. Sorgfältig wurde der Stuck ausgebessert und wenn notwendig erneuert. Arbeiten in luftiger Höhe an den Ornamenten. Treppenaufgänge, Geländer und Treppen werden vorab durch Holzkonstruktionen geschützt. Das ist das BHKW zum Stromerzeugen da drüben. Und für Spitzenlast im Winter, wenn es richtig kalt ist, haben wir im Prinzip da eine Therme zu, dass die Leute da noch nicht frieren und dort warm Wasser und Wärme genug vorhanden ist. Energetisch wurden hohe Ansprüche gestellt und die Wärmerückgewinnung eingesetzt. Eine spezielle Lüftung saugt die verbrauchte Luft ab. Die Frischluft wird über einen Wärmetauscher erwärmt und wieder abgegeben. Für die Energieerzeugung sorgt ein Blockheizkraftwerk, welches im Keller installiert wurde. Das hier oben sind nur für die Lüftung die Abluftelemente, die reine Wärmetauscher und das Lüftungselement an sich hat jede Wohnung seinen eigenen in dem Schacht im Bad. Und irgendwo muss die Abluft dahin und die frische Luft hergezogen werden und das passiert halt alles über den Bereich hier im Dachboden. Visionär ist das hochwertige Lüftungssystem, dank dem sich die Energiekosten kostengünstig gestalten. Die riesigen Lüftungsanlagen wurden installiert und getestet. Stetig ging es voran, wobei die Vielzahl der Gewerke, die gleichzeitig auf der Baustelle tätig waren, für den Uneingeweihten Verwirrung entstehen lassen konnte.
Dank der Bauleitung, die alles im Griff hatte, verlief das Projekt aber nach Plan. An der Fassade werden die Baugerüste entfernt. Die wiederentstehende Schönheit der Häuser ist schon zu erkennen. In der Schlussphase arbeiten die unterschiedlichsten Gewerke in und an den Häusern. An der Rückseite schreitet der Endausbau voran. Das Geländer wird an der Galerie angebracht und der Fahrstuhl eingebaut. Maler- und Fliesenarbeiten werden ausgeführt. Die Arbeiten an der Galerie und der rückwärtigen Fassade nähern sich dem Ende. Fliesen sind verlegt, die Beleuchtung ist installiert, der Fahrstuhl ist betriebsbereit. Die Außenanlagen werden vorbereitet. Erdarbeiten auf dem Hof beginnen. Abflüsse für Regen und Dachentwässerung müssen verlegt werden. Das Projekt ist so geplant, dass alle Mietergenerationen in diesen Häusern komfortabel und gut leben können. Die großen Fenster, Flügeltüren und der Stuck an den Decken lassen die Räume zu Schmuckstücken werden. Allerdings konnten die Stuckverzierungen nicht in allen Wohnungen erhalten werden, da der Verfall zu weit fortgeschritten war. Die einstigen großen Wohnungen von bis zu 150 Quadratmetern mit ihren riesigen Zimmern sind heute nicht mehr gefragt. Deshalb wurden die Grundrisse verändert und der heutigen Nachfrage angepasst. Insgesamt entstanden so 20 Zweizimmer- und 7 Dreizimmerwohnungen von 42 bis 90 Quadratmetern Wohnfläche.
Ein komfortables und angenehmes Wohnen, verbunden mit einem einladenden Umfeld, ist hier perfekt gelungen. Insgesamt kostete das Bauvorhaben Schweterstraße rund 5,5 Millionen Euro. Nur dank hoher Fördermittel konnte dieses Projekt überhaupt gestemmt werden. So enorm die Kosten für Restaurierung und Sanierung auch sind, die Wohnungen sind bezahlbar. Bei den Mietern gibt es einen interessanten Mix aus Jung und Alt, von 22 bis 76 Jahren. Der Durchschnitt beträgt 45 Jahre. Viel Neues wird in die Wohnungen eingebaut. Dazu gehören die Multimedia-Kästen, mit denen jede Wohnung ausgestattet wird. Darin können die zukünftigen Mieterinnen und Mieter ihre Internet- und Heimnetzwerke mit DSL-Modem verschwinden lassen. Im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten entstehen altersgerechte Wohnungen mit gründerzeitlichem Charme. Sarah Jachmann und Sebastian Turowski ließen die Gäste der offiziellen Einweihungsfeier, angeführt von Bürgermeister Sommer, Geschäftsführer Stübmann sowie dem Brandenburger Bauminister Jörg Vogelsänger, einen Blick in ihr Reich werfen. René Stübmann dankte anlässlich der Einweihungsfeier am 28.11.2013 allen an dem Vorhaben Beteiligten für ihr Engagement und wünschte den Hauptakteuren, den Mietern, viel Glück und alles Gute in ihren neuen Wohnungen. Dass Sie so wunderbare Mietwohnungen bekommen, ist alles keine Selbstverständlichkeit, Herr Bürgermeister Sommer. Minister Vogelsänger bekräftigte dies und wies nochmals darauf hin, dass an diesem Standort mit Hilfe großzügiger Förderung luxuriöser Wohnraum zu bezahlbaren Mieten geschaffen wurde. Ja, ganz herzlichen Dank nochmal, Herr Sommer, Herr Vogelsänger, natürlich für diese Fördermittel. Also, wünsche viel Freude im neuen Heim. Dankeschön, Dankeschön. Wunderbar. Also, alles Gute. Danke. Bitteschön. Ja, ich wollte nicht gerade sagen, es ist mir egal jetzt, aber das brauchst du mir nachzumachen. Bitteschön. Dankeschön. Alles Gute. Dankeschön. Denk ein bisschen in Altersdurch. Ich geh erst. Ein bisschen. Gut. Die Augen.